Also ist schon cool, wenn man jetzt in Österreich auch mit den großen Nationen, mit Norwegen und mit Slowenien, mit den Riesenchancen mithalten können. Das taugt uns natürlich schon sehr. Und ja, jetzt hoffen wir, dass es morgen auch gescheit geht zum Fliegen. Man muss sich schon einstellen, man muss sich ein bisschen mehr probieren, die Nerven und den Puls in den Zaum zu kriegen, weil am Anfang, gerade wenn man jetzt so schon wieder ein, zwei Jahre nicht mehr geflogen ist, am Anfang ist das Kribbeln doch deutlich größer wie auf einer normalen Schanze, wo man das ganze Jahr immer springt. Und das kriegt man aber dann auch in den Griff und spätestens nach dem ersten Flug kommt man dann unten an und weiß eh, dass es eigentlich voll cool ist und ja, und dann geht es auch wieder leichter für die Nächsten. Es ist überall so, in jedem Sport natürlich ist, das ist einfach die Menschheit, der Menschheitstraum von Anfang an, immer höher, weiter, das ist einfach das Ziel, um das Ganze spannend zu halten, das gehört dazu. Mir persönlich reichert es natürlich, aber ja, es gehört einfach dazu und ja, es ist hat da wieder irgendwas und wenn ich dann einmal 50 Jahre alt bin und vom Fernseher hocke, dann will ich natürlich auch, dass ich immer weiter hupfe und nicht wieder rückwärts. Nein, ich bin nicht abergläubisch, das mache ich sonst auch nicht. Ich probiere mich so gut wie möglich aufs Skifliegen einzustellen, dass die Technik und das alles so gut wie möglich passt und dass ich meine Leistung so gut wie möglich bringe. Aber ob ich da jetzt irgendwas anderes mache, extra wegen dem Skifliegen, ich glaube, das war der falsche Ansatz. Jede Sportart hat seine eigenen Highlights und so ist bei uns die Tournee oder jetzt ist Skifliegen am Kulm. Ich meine, es sind alles Riesen-Events und das taugt uns natürlich, weil ich meine, je größer die Events sind, desto mehr Leute kommen, desto mehr Zuschauer sind da, die uns anfeuern und schlussendlich desto mehr Geld ist auch im Spiel und desto mehr können wir uns vermarkten und auch von dem leben, was wir so gerne machen. Und ja, aber schlussendlich ist eigentlich das Größte, wenn du am Balkon hockst und die Menge unten jubelt und das ist halt wunderbar bei den Heimwettkämpfen.